Als Nächste kommen Mutter und Sohn an Bord. Seit er letztendlich auf der Welt ist, ist mit ihm halt alles anders wie mit einem anderen Kind. Hallo, ich bin Lennart Haas, ich bin 12 und ich habe ADHS. Diagnose ADHS, eine psychiatrische Störung, unter der 5% aller Kinder leiden. Lennart ist unruhig und unkonzentriert, hat übermäßigen Bewegungsdrang und handelt impulsiv, unkontrolliert. Von seinen Lehrern wurde er anfangs als nicht beschulbar eingestuft. Lennart, schau mal, Ampel ist rot, Auto hält an. Vorfahrt achten, im Straßenverkehr ist alles klar geregelt. Und so ähnlich funktioniert das mehr oder weniger auch bei uns im Gehirn. Wie ist das bei dir? Also bei mir ist es so, da ist, glaube ich, gerade alles kreuz und quer. Lennart wäre jetzt schon eher derjenige, der quasi von hier kommt, erstmal nach rechts antäuscht und dann doch so rüberfährt. Ah, okay. Auf Kollisionskurs manchmal. Chaos im Kopf. Dagegen hat Lennart ein Medikament verschrieben bekommen, das auf seinen Stoffwechsel im Gehirn wirkt. Für den Jungen Fluch und Segen zugleich. Welches ist die positive Wirkung? Also der Segen. Die positive ist, dass ich mich konzentrieren kann und nicht die ganze Zeit störe im Unterricht zum Beispiel. Und du bist ja jetzt sogar auf dem Gymnasium. Ja, ich bin am HWG in der 7. Klasse jetzt und ja, es klappt eigentlich alles ganz gut. Schlecht für Lennart sind die Nebenwirkungen, besonders extreme Appetitlosigkeit, bis am Abend die Wirkung nachlässt. Tagsüber habe ich noch wirklich keinen Hunger. Er hat jetzt heute bis jetzt zum Beispiel noch gar nichts gegessen. Und der halbe Tag ist schon rum. Bei einer Größe von 1,46 Meter wiegt Lennart nur knapp 35 Kilo, mit Klamotten wenig. Wenn man mit so einem speziellen Kind unterwegs ist und dieses spezielle Kind immer etwas auffällig ist und man dann auch noch den Stempel alleinerziehend hat, ist es keine gute Kombination. Also es wird dann halt häufig gesagt, es liegt letztendlich daran. So, ne? Das, na gut, dann kommt die Mutter halt mit dem Kind nicht klar, daran liegt es dann halt. Der nächste Urlaub. Tierisch anstrengend und selbst ein kleiner Mensch kann schon mit einem Jahr ganz toll gegen den Fahrersitz gegentreten, 2 Stunden lang. Ja, es ist sehr anstrengend. Also ich meine, im Zweifelsfall ist es aber ja einfach so, es ist mein Kind und man tut da ja alles für. Katharina lebt getrennt, erzieht Lennart und seinen 2 Jahre älteren Bruder Laurenz allein. Ohne die Unterstützung der Oma, ihrer Mutter, nicht zu schaffen. Und auch nicht ohne die Tabletten. Dann üben wir jetzt Unidad 4, die habt ihr ja auch, die Insel. La Isla. Dass er jetzt so wenig isst, macht seiner Mutter schwer zu schaffen. Die Ernährungsdocs stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Es geht darum, Lennarts ADHS zu schwächen, damit er weniger von dem Medikament braucht und mehr Appetit bekommt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich bei ADHS um eine gestörte Signalübertragung zwischen Nervenzellen im Großhirn handelt. Dabei wird Dopamin, ein Botenstoff, der für die Steuerung von Aktivität, Motivation und Antrieb zuständig ist, zu schnell abgebaut. Signale werden nicht mehr richtig übertragen, Reize unzureichend gefiltert. Das führt zu den ADHS-typischen Verhaltensauffälligkeiten. Das Medikament verstärkt die Botenstoffe im Gehirn, hemmt übermäßige Aktivität, aber auch den Appetit. Lennarts Mutter weiß nicht mehr weiter. Und genau das hat sie uns auch in der Bewerbung an uns geschrieben. Da steht, dadurch, dass er nie Appetit hat und selbst die Ärzte dazu geraten haben, er soll essen, was er möchte, Hauptsache er isst, ernährt er sich sehr einseitig und unregelmäßig. Da geht es ja nicht nur darum, dass er zu wenig auf den Rippen hat und kaum wächst, sondern es geht auch um Mangelernährung. Wenn Lennart mal wieder nichts Richtiges essen will, erlaubt ihm seine Mutter schließlich Kekse, Schokolade und Salamisnacks aus Verzweiflung. Es
so eine Abwärtsspirale, in die wir da irgendwann gekommen sind. Aber es fällt mir jetzt auch schwer zu sagen, okay, dann lassen wir jetzt mal einfach mal alle Süßigkeiten weg, weil dann ist da vielleicht gar nichts mehr. Die Ernährungsdocs sehen einen guten Zeitpunkt einzugreifen, in den großen Sommerferien. In den Ferien, sagt seine Mutter, braucht er das Medikament gar nicht. Und wenn er es nicht nimmt, bekommt er gleich wieder Hunger, oder wie? Ganz genau. Die Docs planen eine spezielle Ernährung mit dem Ziel, Lennarts ADHS-Symptome zu schwächen, damit er weniger von dem Medikament braucht und mehr Appetit bekommt. Hier habe ich so ein kleines Spiel für dich, Lennart. Das sind kleine Quadrate und du setzt daraus zwei Worte zusammen. Oligoantigene, oligoantigene Diät. Ein verdammt schwieriges Wort, ne? Ja. Oligoantigene Diät ist eine Suchdiät, mit der wir schauen wollen, ob du bestimmte Nahrungsmittel nicht gut verträgst, die möglicherweise deine Beschwerden, deine Symptome von ADHS begünstigen. Lennart soll verzichten auf Soja, Nüsse, Zucker, Fisch und Meeresfrüchte, Gluten, Eier, Milch und Milchprodukte. Nach 4 Wochen ohne darf er die einzelnen Lebensmittel hintereinander mit je 2 Wochen Abstand wieder einführen. Wichtig ist natürlich, dass da ein Tagebuch geführt wird, dass Sie Lennart beobachten, um zu sehen, was verträgt er, was verträgt er nicht. Verändert sich das Verhalten, verändert sich die Konzentration? Ne? Okay. In den Studien zeigt sich ganz klar eine deutliche Tendenz, dass man mit dieser Oligoantigen-Diät eine Verbesserung der Symptome um bis zu 50% erreichen kann. Das wäre wirklich viel, ja. Was allerdings für immer gestrichen werden sollte, das sind Zusatzstoffe in der Ernährung. Fertigprodukte. Alles, was Konservierungsstoffe, Farb- und Süßstoffe oder Geschmacksverstärker enthält. Denn die wirken sich negativ auf die Psyche aus. Während der Auslassphase kann der Junge Obst und Gemüse, Kartoffeln, Reis oder Hirse essen, Milchersatzprodukte und helles Fleisch. So natürlich wie möglich. Gesunde Nährstoffe, damit er Gewicht zulegt und wächst. Lennart, wirf mal einfach alles das hier da rein. Zutaten für einen nahrhaften Frühstücksshake aus Reismilch, Avocado, glutenfreien Haferflocken, Kakao, Zimt und Banane. Gieß dir mal einen ein und probier mal. Es geht. Es geht? Ist doch schon gut. Es geht, ist schon mal gut. Ja, genau. Mittags könnte Lennart Kichererbsennudeln mit einer pürierten Gemüsesoße und Kidneybohnen essen. Und abends eine Geflügelhackfrikadelle mit Pastinakenpüree. Diese und weitere kindgerechte Rezepte bei ADHS gibt es bei den Ernährungsdocs im Internet. Ganz besonders wichtig für die Psyche, für unser Gehirn und unser Verhalten ist auch eine optimale Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren. Eine Fettsäureanalyse von Lennarts Blut zeigt einen erstaunlichen Mangel. 3,1, das ist so niedrig, das habe ich noch nie so niedrig erlebt. Normal sollte der bei 8 bis 11 liegen. Der Mangel ist so groß, dass Lennart täglich einen Teelöffel Algenöl mit den essentiellen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA essen soll. Sein großer Ernährungsversuch kann beginnen, aber Katharina hat leise Zweifel. Probieren wird er schon. Die Frage ist, was durchkommt durch sein Probieren. Aber das können wir dann in ein paar Wochen vielleicht sagen. Oligoantigene Diät. Es war schon so, das Essen war schon sehr eingeschränkt. Also ich konnte nicht wirklich viel essen. Es gab meistens das Gleiche. Schon 4 Wochen vor den Ferien hat Lennart keine Lebensmittel bekommen, die im Verdacht stehen, ADHS zu fördern. Zucker, Gluten, Milchprodukte, Eier, Fisch, Soja und Nüsse. Ganz schön viel.
Seine Mutter hat die Ernährungsdocs auf dem Laufenden gehalten. Lennart ist total motiviert. Nur weil er noch Schule hat und deswegen sein Medikament noch braucht, hat er nach wie vor leider kaum Appetit. Aber der Smoothie am Morgen schmeckt ihm. Ein perfekter Ersatz für fertigen gezuckerten Joghurt. Der Smoothie schmeckt gut. Von der Liste der geeigneten Lebensmittel mag Lennart vieles leider nicht. Quinoa, Linsen- oder Erbsennudeln sowie fast alle Gemüsesorten. Wir probieren daher viel herum, kochen häufig gemeinsam. So, Lennart. Ja. Auf, wie geht's? Also, ein wichtiger Bestandteil ist Hähnchenbrustfilet. Lennart schneidet so lange die Bohnen klein. Das einzige von den erlaubten Gemüsesorten, was Lennart auch tatsächlich mag. Jetzt tue ich den Reis rein. Knappi. Tschüss. Das mit dem Curry und Hähnchen habe ich 7-mal gegessen und es war sehr lecker, nur empfehlenswert. 5 Wochen später. Die großen Ferien haben begonnen und damit für Lennart auch die große Testphase. Das Medikament bleibt weg und seine Mutter führt Lebensmittel wieder ein. Jede Woche 1. Insgesamt scheint Lennart ausgeglichener zu sein. Und er hat mehr Appetit. Bis jetzt läuft es gut. Ich glaube, dass ihm der Verzicht auf Zucker gut tut. Und überraschenderweise auch überhaupt nicht schwerfällt. Liebe Ernährungsdocs, ich bin jetzt gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und wollte euch mal zeigen, was hier mittlerweile passiert, wenn der kleine Hunger kommt. Na ja, was gibt's denn jetzt bei dir Leckeres in letzter Zeit immer? Es gibt immer Spiegelei, Tomatenbrot und Käsebrot. Lieber Lennart, liebe Frau Haas, das ist der richtige Weg. Perfekt. Natürliches Essen anstelle von Fertigprodukten. Bleiben Sie dran. Lennart und seine Mutter kommen zum Ergebnischeck. Inzwischen darf er das meiste wieder essen. Konnte er in 5 Monaten Gewicht zulegen? Haben sich seine ADHS-Symptome verändert? Lennart, wie geht's dir heute? Ja, mir geht's heute gut. Hast du denn heute schon was gegessen? Ja, ich habe heute Morgen meinen Smoothie getrunken und ein Käsebaguette gegessen. Super. Konnten die beiden mit der Auslassdiät Lebensmittel identifizieren, die sein Verhalten beeinflussen? Als wir wirklich diesen Zuckerkonsum extrem auf 0 reduziert haben, da habe ich einen Unterschied festgestellt. Als wir dann später so die einzelnen Lebensmittel wieder eingeführt haben, da habe ich denn so, konnte ich jetzt nichts Spezielles mehr feststellen. Du isst jetzt tatsächlich keinen Zucker mehr? Nein. Keine Süßigkeiten? Auch nicht. Du bist ja richtig tapfer. Richtig tough. Ja. Zur Wirkung des Zuckerverzichts hatte Katharina dem Mediziner eine Mail geschickt. Sie schreiben hier in der Mail: bezüglich der Veränderung, auf die ich achten sollte, ist mir ganz klar eine Verminderung der Aggressivität, die insbesondere morgens beim Wecken sehr ausgeprägt war, aufgefallen. Die Veränderung setzte sehr schlagartig schon nach einer Woche ein. Genau, also das ist die ersten Tage so, habe ich noch gedacht, okay, Zufall, aber es blieb dann ja letztendlich auch so. Insgesamt hat Katharina die Ernährung ihres Sohnes komplett umgestellt. Hier habe ich Spiegelei mit Bratkartoffeln und Gurkensalat gegessen. Jetzt habe ich hier Hähnchen mit Reis und so einer Soße und irgendein Grünzeug gegessen. So ein Grünzeug, ja. Und alles selber gemacht. Keine Fertigprodukte. Und das hat ja auch schon ein Ergebnis gehabt. Lennarts Omega-3-Index ist von 3,1 auf 8,4 gestiegen. Seine Versorgung mit gesunden Fettsäuren ist gesichert. Er ist 4 cm gewachsen und hat dabei 1,5 Kilo zugenommen. Und eins, das wird dich ganz besonders freuen, du hast 1 Kilo Muskelmasse zugelegt. Das ist gut. Wie fühlt sich das an? Das ist gut, ne? Gut. Und Katharina konnte die Dosis seines ADHS-Medikaments um knapp 20% reduzieren. Die Krankheit bleibt halt schon da, aber die Ausprägung, also bei Lernen ist es ja jetzt halt insbesondere so dieses Aggressive, was definitiv besser geworden ist, das kann man schon steuern. ADHS-Symptomatik, also Verhalten gebessert.
Gewicht zugelegt, weniger Medikament. Ich bin begeistert, denn Lennart ist auf dem richtigen Weg. Davon bin ich überzeugt. Das fandst du gut? Primus fandst du das auch gut? Fandst du das gut? Was ist denn los? Ob du es gut fandst? Ja, wenn du das gut gefunden hast, dann klick doch einfach drauf. Da gibt es nämlich noch viel mehr schöne Dinge. Einfach draufklicken. Und falls du es noch nicht gemacht hast, abonnieren. Ne? Abonnieren wir jetzt ein bisschen. Abonnieren. Abonnieren. Na komm, wir abonnieren.